Jo, was geht die Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal für die Resonanz von den letzten Videos, wo ich mit dem Roller versucht habe, von Berlin nach Afrika zu fahren. Und ich hatte euch im letzten Video gefragt, wo soll es denn als nächstes hingehen und mit welchem Fahrzeug? Und die meisten von euch wollten, dass es praktisch in die entgegengesetzte Richtung geht, also nicht in den Süden, sondern in den Norden zum Nordkap. Und ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin, aber ich stelle mich der Herausforderung und in dem heutigen Video werden wir uns als allererstes ein Fahrzeug dafür suchen. Ich habe ein bisschen rumgeschaut bei Kleinanzeigen und was mir besonders aufgefallen ist, weil es einfach so unglaublich hässlich ist, ist die Honda Helix. Also ein absolutes Schmuckding und dahin werden wir jetzt als erstes mal fahren und uns dieses Schätzchen angucken. Also, let's go. Viel Spaß bei dem Video. Ich habe mich jetzt sofort auf den Weg gemacht, um unbedingt heute noch diese Helix zu kaufen, weil ich habe es richtig verstanden, dass ihr Mann irgendwie um 16 Uhr arbeiten muss und deshalb hatte sie eigentlich erst in 3 Tagen vorgeschlagen. Und ich meinte, nö, oh, das schaffe ich. Ich bin in einer halben Stunde da. Zack. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt alles so hinhaut. So ist aber irgendwie mein Leben generell. Also, es muss alles immer auf den letzten Drücker sein und zack, zack, sofort und ich will das jetzt und ja. Manchmal muss man aber auch einfach seine Chancen nutzen. Wer weiß, ob das Ding nicht vielleicht in 3 Tagen weg ist. Von daher, fahr ich jetzt dahin, kauftet. Ich habe keine Ahnung, ob die das Kennzeichen behalten wollen, ob ich dann da einfach stehe damit oder ob ich das jetzt einfach praktisch mitkriege oder ich einen Kumpel anrufen muss mit einem Transporter. Also wir fahren da jetzt erstmal hin. Ich habe jetzt auch nur 1200 Euro abgehoben, obwohl das Ding eigentlich 1400 Euro kostet und poker jetzt einfach mal und hoffe, dass das irgendwie klappt. Müssen wir ein bisschen charmant sein. Auch mal sagen, schöne Maschine hast du da. Aber hier ist mir noch ein kleiner Lackschaden aufgefallen. Die müssen sich auch verarscht vorkommen, oder? Ich komme mit so einer Maschine an und sage, geiles Ding, das will ich. Also ich melde mich, wenn ich da bin. Wir sind da. Hallo. Sorry, dass es so spontan war. Steht da um die Ecke. Ja? Hey, Taschen, Chris. Marco, hi, Chris. Hallo, Jan. Hi, eine BMW. Ja. Und jetzt eine Helix. Wie kommst du, dass er die verkauft? Habt ihr da was Neues? Nee, ich komme einfach nicht dazu. Ich habe mir die letztes Jahr, 1,5 Jahre, ne, in Bayern von so einem ganz alten Opa, ja, der schon über 90 war. Ja. Und der Opa ist ja noch gefahren sogar. Ne? Ja. Das Problem war, die ist ihm immer umgefallen, weil ich nicht mit Dings. Und das haben sie ihm angekauft mit Beiwagen. Ah, geil. Also du hattest keine Probleme in dem Jahr damit? Null. Aber die hat so eine Krankheit, dieser Ansaugstutzen, der wird so rissig vom Vergaser. Ja. Den habe ich gewechselt. Dann habe ich auch vorhin noch einen Vergaser liegen, aber das ist alles okay. Ist das ein Ding? Das ist so geil. Und der hat die 1990 oder so von, also von Import irgendwie. Okay. Ach, ein Amerika-Import ist das. Ja, genau. Ich glaube, die sind auch sehr beliebt in Amerika. Ich hatte zumindest manche Videos schon mal gesehen, wie die in Amerika da die Dinger getestet hatten. Die hat auch große Staufächer, wa? Die hat richtig gute Staufächer. Ja, da kriegst du alles rein. Einkauf, alles. Und mein Helm ist drin hier, ne? Helm. Ja, geil. Und dann, oh, so. Kriegst du alles Mögliche rein irgendwie. Hast du da eine Handyhalterung oder was? Mhm. Ah, cool. Eine Sache, die ich nicht bis jetzt noch nicht rausgefunden habe, wenn du so eigentlich genau 50 fährst, ja, dann ist manchmal so, dass du so ruckelt. Ja, ganz kurz, aber wir haben Vergaser durchgeguckt, alles schon, keine Ahnung, deswegen habe ich mir noch den neuen gekauft. Es ist manchmal, wenn sie warm ist, ist dann weg. Ja, okay. Verdreckt oder so, ich weiß es nicht. Ja, aber springt ja zumindest gleich an. Ja. Achso. Ja, fahr mal eine Runde am besten gleich. Ja, du musst nur aufpassen. Ach, du bist ja Motorrad drauf, musst gar nicht aufpassen. Du wirst schon merken. Ist Automatik, oder? Ist auch, genau, ist Automatik, genau. Okay, alles klar. Geil, Alter. Ist das ein lustiges Ding? Digga, die fährt sich voll gut, Alter. Jawoll! Ah, ist das ein geiles Teil, Alter. Ich muss so dulli aussehen hier drauf. Geil. So, jetzt schön nochmal schnell kaputt machen, damit wir besser verhandeln können. Junge, fährt die sich geil, Alter. Zack. Guckt euch mal den Schlüssel hier an. Wo stand die drin? Stand die hier drin? Hattest du die hier drin? Bremse ist gewöhnungsbedürftig, ne? Mit der Hinterradbremse meinst du? Aber ich finde, dass die sich super fährt. Ich kann es gar nicht fassen, die ist 30 Jahre alt oder so. Also 90 haben wir jetzt, ja. Ich habe auch noch nie ein Zweirad gesehen, was so unglaublich hässlich eigentlich war. Ja, ja, und ich finde das. Wir haben früher gelacht. Ja. Als ich jünger war, auch so eine Karre. Also deshalb hole ich mir die eigentlich, ja, weil, genau, ich, weil ich die so dulli-mäßig finde. Gesagt, das ist das Letzte, Alter. Ja. Mein Kumpel sagt immer, was haben sie früher gesagt? Idiotenscooter. Ja, ja.
Und ich sage, ey, spinnst du? Und dann bin ich mitgefahren. Und ich sage, Alter, brauche ich das ja für den Sommer so, ne? Voll smooth so rumfahren. Ja. Du hattest ja 1400 Verhandlungsbasis drin. Ja. Ich habe jetzt 1200 mit. Kriegst du sofort. Ja. Passt dir das? Würde ich machen. Ja? Okay, super. Also bevor ich jetzt hier sage, ey, da ist ein Kratzer und komm, einfach 1200, fertig. Das ist gut. Ja? Super. Du hast aber alles gesehen, ne? Hier, hat er irgendwie nachlackiert. Ach, das ist mir alles scheißegal. Ja, war mir auch. Ist mir alles scheißegal. Ich wollte so, du willst ja schon auch so als zweites Ding, wenn du mal irgendwo hineierst. Nee, pass auf, ich will eigentlich mit dem Teil an den Nordkap fahren. Geil! Nur, ey, besser geht's ja gar nicht. Ja. Das wäre der Hammer. Ich hatte mir letzte Mal, also ich mache so YouTube-Videos, wie ich so Zweiräder fahre. Und ich hatte mir letzte Mal so einen Roller gekauft und bin damit nach Afrika gefahren. Nee. Allerdings ist der Roller 300 Kilometer davor kaputt gegangen. Und das wird jetzt praktisch mein nächstes Projekt. Also ich will mir den Helix kaufen und damit zum Nordkap. Also es sind auch 3000 Kilometer ungefähr. Und ja, das passt auf jeden Fall alles. Das passt alles. Ja, super. Das Problem ist, ich muss weg. Hm? Ja. Sollen wir einfach schnell einen Kaufvertrag ausfüllen? Du kriegst das Geld und ich nehme sie mit und wir schreiben auf den Kaufvertrag rauf, dass ich sie innerhalb von 2 Wochen ummelde. Ja, können wir machen. Freunde, hier ist er. Der Schlüssel. Geil. Hier seht ihr einen stolzen Besitzer einer Honda Helix. Ja, erfolgreich verhandelt. Nummer 200 Euro den Preis gedrückt. Und jetzt habe ich so ein geiles Ding, Alter. Nordkap, wir kommen. Das Problem ist nur, da steht meine BMW und da hinten steht die Honda Helix. Und ich weiß nicht, wie ich die wegkriege. Von daher rufen wir mal jetzt Fabi an. Der hat eigentlich gar keinen Bock, vorbeizukommen. Ja, bitte. Hallo, mein Sonnenschein. Brauchst gar nicht so kommen. Warum denn nicht? Ich dachte, wir sind Homies und eine Hand wäscht die andere. Ja. Ja. So eine sehr spontane Hand, die hier gerade gekommen ist, sehr weit weg. Ja, für mich kam das genauso überraschend wie für dich. Ah ja, alles klar. Und du kannst dir natürlich auch aussuchen, willst du die BMW zurückfahren oder die Honda Helix? Also wenn das kein Angebot ist, weiß ich auch nicht. Da weiß man gar nicht, was man nehmen soll. Das ist ja beides wirklich sehr verlockend. Eben. Klingt doch gut. Ja, ich freue mich dann, ne? Ich mich auch. Danke dir. Ciao. Ist immer gut, ein gutes Verhältnis zu seinen Freunden zu haben und auch nicht zu oft Gefallen einzufordern. Also, wir warten jetzt erstmal hier, dass Fabi kommt und dann geht's los. Hello! Warum bist du so warm angezogen? Freut mich, dass du hier bist. Ja, ist klar. Hey. Naja, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, war es halt kalt. Aber war auch schön, hierher zu kommen. Ja, wa? Guck dir mal den geilen Schlüssel an. Auf gute Freunde ist Verlass. So, dann fahren wir unser Baby mal nach Hause. Junge, einfach die beste Honda. Sonst finde ich Honda nicht so geil. Aber die hat es mir angetan hier. Scheiße, wie startet man denn das Ding? Scheiße, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie ich das Ding starte hier. Run. Brake Lock. Oh nein. Ich muss das kurz mal zu Fabi fahren. Fabi! Muss man beides? Okay, ich drücke die Vorderbremse. Die Bremse. Oh, es hat geklappt. Geil. Yes! Wendekreis, mal gucken. Oh, guck mal, es geht aber richtig eng hier. Ist das geil, Alter. Guckt euch das an. Sieht schon sehr dulli aus. Echt, ja? Guck mal, man kann auch hier oben sitzen. Ist wie auf dem Sessel hier. Das ist richtig geil. Guck mal, wie das abgeht, wie Schmitzkatze. Einfach die M1000 Doppel-R abgezogen mit dem Ding. Oh Junge, das werden so geile Videos hier mit dem Ding. Auch dieser absolut hässliche Lenker, oder? Dass das hier so hoch geht und so gekrümmt ist. Geil. Der letzte Roller, das war ja auch eine 125er, womit ich nach Afrika gefahren bin. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat die jetzt hier sogar 250 Kubik. Also eigentlich doppelt so viel. Kannst hier so geil Kurven fahren. Hier haben wir noch eine Handyhalterung. Ach, mit Klettverschluss, Alter. Dem würde ich, glaube ich, nicht so richtig vertrauen. Ich glaube, hier ist wahrscheinlich der Tank drin, oder? 12 Liter Tank, das ist auch fast doppelt so viel wie das, was wir mit dem Roller hatten. Heißt, damit müssten wir auch ein bisschen weiterkommen. Dafür haben wir natürlich auch doppelt so viel Kubik jetzt. So, okay, ausmachen. Hauptständer runter. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo der Tank ist. Was ist das hier? Hä? Okay, irgendwas habe ich gerade gelöst. Ich weiß nicht, ob das Richtige war. Ich muss erstmal herausfinden, wo der Tank ist. Okay, ich glaube, ich hab'n. Ich denke mal, super, wa? Oh, scheiße, voll gekleckert.
Oh, scheiße, schon wieder gekleckert. Oh Mann, ey. Gucken, wie viel hier reingeht. Zwei Striche hatten wir noch. Oh, geht ordentlich was. Geil. Ah, fast voll. Oh, jetzt ist voll. 8 Liter 33 haben wir jetzt getankt. Oh, scheiße, ich habe jetzt hier super viel Benzin drin. Okay, das passt. Das Ding hat ja eigentlich noch ein Windshield vorne dran, aber das hole ich irgendwie erst nächste Woche ab. Das hat er mir nicht mitgegeben. Das ist dann hier. Ja, genau, genau. Ich glaube, so. Hast du nochmal ein durchsichtiges Windshield? Ja, noch besser. Jetzt ist es noch sportlich. Gib ihm! Jetzt sind wir auf der Landstraße. Boah, guck mal, jetzt zieht er aber ab hier. Ich glaube, ich fahre schneller als 46. Ich weiß nicht, ob ihr es hier im Tacho sehen könnt. 38, das fühlt sich an wie 50. Ach, kann das sein, weil das ein Amerika-Import ist, dass das Meilen sind? Das wird sein. Das sind Meilen. Oh Gott, da muss ich ja immer umrechnen. Ah, okay, jetzt gerade hat er ein bisschen angefangen zu stottern. Oh, gerade hat er wieder kein Gas angenommen. Das war wahrscheinlich das, was er zu mir meinte. Oh, ich glaube, ich sollte das Teil wahrscheinlich nochmal durchgucken lassen, bevor ich damit wirklich zum Nordkap fahre. Also ich kann euch auch so viel sagen, das Nordkap-Video, das kommt jetzt nicht bald. Boah, guck mal, jetzt nimmt er kein Gas an. Okay, die ersten Mängel machen sich breit. Muss ich auch mal hier einfach mal hinten draufsetzen. Das ist halt auch geil. Kannst halt sowohl vorne als auch hinten sitzen. Dann kannst du einfach hier die Beine so lang machen und dann chillst du halt einfach. Also du hast total verschiedene Sitzpositionen, wo du dich hier einfach austoben kannst. Kannst ja auch einfach mal so ein bisschen hier so die Beine überschlagen. Ruhig mal auch die eine Hand ein bisschen hier auf dem Oberschenkel machen und sich hier ein bisschen kratzen. Ach so, scheiße, ich wurde gar nicht gegrüßt, war. Oh, und du kannst dich auch einfach hinlegen. Okay, jetzt komme ich langsam nicht mehr an den Lenker ran. Aber Digga, ich lümmel mir hier so einen ab. Das ist ja so geil. Oh, und auch geil gefedert ist das Ding. Kann man bequemer fahren? Das ist wie so ein Liegefahrrad. Junge, was man da vorne einfach für eine Schnauze dran hat. Wie eine Ente. An welches Tier erinnert euch dieses Fahrzeug? Ich würde sagen an eine Ente. Oder? Die haben noch so einen langen Schnabel da vorne. Aber eher an so eine Comic-Ente. An Daffy Duck. Kurzer Fun-Fact am Rande. Könnt ihr euch noch ans Video erinnern, wo mir die Gabelbrücke rausgesprungen ist bei der Ducati? Oh, what the fuck, Alter. Das war genau... Ah, nee, hier war das. Genau hier war das. Guck mal, kann man seine Beine auch... Hey, kannst du auch einfach hier hoch machen. Digga, so einfach an Nordkap, ey. So, ich würde sagen, ihr kriegt jetzt noch einen richtig schmackigen Porn von dem Fahrzeug. Honda Helix Porn in 3, 2, 1, go. Okay, Tim, machst du da einen geilen Porn los? Okay, ich wollte euch das Teil nochmal von außen zeigen und nochmal ein paar Nenndaten. Also hier haben wir die wunderschöne Honda Helix. Ich bin der Meinung, es ist eine 250 Kubikmaschine mit unglaublichen 13 kW, also 17 PS. Baujahr, Erstzulassung war Juli 1990. Das heißt, das gute Ding hier ist fast 34 Jahre alt. Und es sieht einfach so zeitlos aus, oder? Wenn ihr das Teil sehen würdet, würdet ihr denken, dass das 34 Jahre alt ist? Ich glaube nicht. Ich finde auch krass, das sind die ersten Spiegel, die ich sehe, die so weit unten sind. Normalerweise gehen die Spiegel eigentlich immer so hier hoch und zur Seite. Und über den Lenker brauchen wir gar nicht zu reden. Also, dass der nicht einfach gerade ist, sondern dass sie den hier auch so hoch und zur Seite gemacht haben, absolut wild. Der Sitz, eigentlich heftiges Highlight von mir, super bequem. Zündung ist hier, ich weiß gar nicht, was wir hier noch für ein Fach haben. Ich zeige euch jetzt mal alles, weil die Honda, ah, guck mal, hier noch ein bisschen WD-40. Hier haben wir einen Sicherungskasten. Was hier ist, Brake Lock. Also wahrscheinlich lockst du damit die Bremse. Hier kannst du noch Minuten und Stunden einstellen für die Uhrzeit. Ah, guck mal, hier ist ein Meilen-KMH-Knopf. Insgesamt haben wir 53.106 Kilometer runter. Hier wird getankt. Hier haben wir sogar noch eine krasse Handyhalterung. Oh, jetzt habe ich irgendwie alles abgerissen. Und hier hinten hat man noch einen dicken, fetten Kofferraum. Ich glaube, hier ist ein Dynamo-Aufkleber drin. Hier hat man, also ich würde nicht sagen, dass ein Bierkasten reinpasst, aber bestimmt 20 einzelne Bierflaschen. Auch
Sehr geil. Ich glaube, für den Sozius kannst du hier hinten noch eine Rückenlehne dazu kaufen. Und was natürlich fehlt, ist hier vorne das Windshield. Also schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Schätzchen sagt und ob ihr denken werdet, ob es die Honda Helix bis zum Nordkap schafft. Denn heißt es 3000 Kilometer ab zum Nordkap. Das war's mit dem Video. Das war's mit der Honda. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Like das Video und wir sehen uns in alter Frische im nächsten Video wieder. Haut rein, ihr Coolen. Bis dann. Ciao!